Hello, my name is Mattel Clark. I work at home as an artist, and my house is haunted. Lately, things have been going bump at night. A lot. So I bought this camera to show everyone I'm not crazy. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Paranormal. Wir befinden uns hier in einem Haus. Das hier ist das Kunststudioflur. Was ist das für ein Haus? Was gehen hier für seltsame Dinge vor sich? Ist das normal? Ein neues Horrorgame. Paranormal. Ja, was ist das? Wir befinden uns hier in der Küche. Und du siehst, die Kamera ist ziemlich wackelig. Wir können das Licht anmachen und ausmachen. Und ein bisschen mit der Umgebung interagieren. Irgendetwas stimmt mit diesem Haus nicht. Der junge Mann möchte mit der Kamera festhalten, was hier nicht stimmt. Die Batterie von der Kamera ist bald aufgebraucht. Können wir rausgehen? Hier liegt ein Schlüssel. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Oh nein. Was machen wir jetzt? Scheiße, was ist das? Gehen wir hoch. Ein bisschen Angst habe ich schon. Irgendetwas geht dort. Was geht hier vor sich? Fische. Hallo Fische. Wie geht's euch? Können wir irgendetwas aus dem Schrank holen? Nein. Liegen im Bett. Was war das für ein Schatten? Verdammt. Was stimmt hier nicht? Hallo? Going to sleep will trigger a new day with new hauntings. July 2, 2011. Ganz schön gruselig hier. Wenn du dieses Spiel spielst, macht sich eine beklemmende Atmosphäre breit, die sich nicht erklären lässt. Press E to sleep und charge the camera. Oh. Kommt die denn her? Verdammt, was geht hier vor sich? Bathroom. Bathroom! Oh. Oh. Scheiße! Verdammte Scheiße! Alter Falter, ey.
Hast du das Baby gesehen? Überall Blut. Lass uns hier raus, verdammt. Das machen meine Nerven nicht mit, glaube ich. Das ist mir zu heftig. Lass mich raus hier, lass mich raus. Und wieso spiele ich das überhaupt? Mach mal Platz da, Kleiner. Mann, hier müssen wirklich Geister. Boah, ist gruselig. Scheiße, scheiße. Weg, 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 weg. Ich will runter, ich will runter. Ist das gruselig. Das Länder ja nichts dagegen. So, die Batterie. Ist noch aufgeladen. Ist das Regen? Ich glaube schon. Verdammt. Sieht aus, als wären wir betrunken. Aber das sind wir ja gar nicht. Mach doch mal aus hier, das Ding da, hier, den Wasserkocher. Hier läuft alles über. Ah! Verdammte Scheiße. So, wen haben wir denn hier? Ist das nicht seine Frau? Ist das deine Frau? So, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Also eigentlich wäre ich geneigt, aus diesem Let's Play nur einen Last Test zu machen und es dabei zu belassen. Aber noch leben wir. Nicht auf den Dachboden, nicht auf den Dachboden, verdammt. Das ist nicht das Schlauste, was wir machen können, ich weiß. Aber wir machen es trotzdem. Und gehen jetzt wieder runter. Irgendetwas ist gerade passiert. Hier ist alles umgefallen. Was ist das für ein Haus hier? Können wir rausgehen? Mach doch mal Platz da. Du kleines, fragwürdiges Etwas. So, wir gehen wieder hoch. Ich glaube, wir gehen Richtung Bett. So, jetzt steht hier einer. Oh, verdammt. Oh, ist das gruselig, ey. Mann, wenn du das hier das erste Mal spielst, dann willst du einfach nur noch weg. Hier, weg, weg, weg. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Aber wir können auch rennen. Mit Shift können wir rennen. Hab ich gerade festgestellt. Und wir gehen ins Bett. Das ist unbeschreibliches Klima hier in diesem Haus. Unbeschreibliches Gefühl, wenn du dieses Spiel spielst. Ich weiß nicht, ob du den Paranormal-Film kennst. Paranormal Activities. Es ist das gleiche wie Paranormal Activities. Nur, dass du selber hier drin stehst. Mann, Mann, Mann. Hier ist was los, ey. 3. Juli 2011. Und wir leben noch. Also ich habe gerade wirklich Angst um mein Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So, ab im Badezimmer. Hier ist alles voller Blut. Hier ist diese hübsche Dame. Vielleicht eine verflossene Liebe. Oh, hier der Werwolf. Und der Mond. Es ist jetzt wieder ein Tag später. Und wir schauen, was sich so verändert hat. Was dieses Mal passiert. Mann, Mann, Mann. Gehen wir mal nach unten. Da ist etwas. Du musst das wirklich selber spielen. Oh, verdammt. Mann, Mann, was ist hier los, ey? In der Küche wieder. So, wir sind... Die Stühle stehen jetzt auf dem Tisch. Wir können leider nicht auf den Tisch gehen. So, beeil dich mal hier, mein Freund. Können wir jetzt rausgehen? Hey, lass doch den Kopf nicht so hängen.
Hallo, hallo. Ja, du machst mir wirklich Angst, mein Freund. Steht da? Da steht auch wieder einer hier. Oh, stand der hier schon die ganze Zeit? Ich glaube nicht. Die Kreatur, die Statue weint. Verdammte Scheiße jetzt. Mach keinen Scheiß hier, ey. Es ist gut. Langsam ist gut. Und dieses Piepen die ganze Zeit macht mich verrückt. Wo sollen wir hingehen? Im Kunstzimmer? Ist hier noch irgendetwas? Oder hier? Art Studio Floor. So, das heißt, wenn wir F drücken, ist die Kamera an. Und wenn nicht, ist sie, glaube ich, aus. Ja, ich glaube schon. So, hier ist jetzt was Neues, ein Männchen. Attic. Zum Hinter damit. Ja, komm, wir gehen einfach wieder runter. Können wir hier mit interagieren? Nein. So, schauen wir doch mal. So, unten angekommen. Kamera aus? Nee, die Kamera lassen wir mal an. Noch irgendwas? Bücher. September 11, 1984. He is toying with me. Every time I cry, he makes the house shake. I can't do anything. The door won't open. I'm trapped. September 13, 1984. Marcus, please forgive me for everything. I had to move on when you died. I had to. Jeremy was just so close and so much like you. October the 2nd. The baby was born today. It had Jeremy's face. Marcus killed it. I am numb. The baby stopped breathing. As I held it in my arms, as I cried, my baby scared me in the eyes. Only to have those eyes of his roll back into his head. Leaving only white to see. My suicide attempts continue to fail. My husband's spirit is torturing me. October 13th. Let me die. Please, Marcus, let me die. Oh nein, er wollte auf jeden Fall sterben. Er wollte sterben. Was ist hier nur passiert? Du hast das gerade gehört. So, schauen wir doch mal. So, wackelt doch nicht so mit der Kamera, mein Freund. Wir kommen hier nicht raus. Das heißt, wir gehen mal wieder nach oben. Würde ich sagen. Wenn wir denn vorbeikämen. Ja, wir kommen vorbei. Oh Mann, diese Kamera macht mich verrückt. Studi. Hier ist das Studienzimmer. Hier kannst du in Ruhe lesen. Oh, wir müssen ins Bett. Wir müssen ins Bett. July the 4. Was ist das? Es erhebt uns aus unserem Bett. Nein, lass mich einfach in Ruhe. Sind wir tot? Wir sind tot. True Voice, Clock of Death, Tears of Blood, and First Victim. So, mein Freund, wo sind wir? Sind wir noch im Spiel? Oder war es das? 5 minutes remain. Out of battery. Die Batterie. Ja, so, das war die erste Runde. Na, wagen wir noch eine Runde? Ja. Hello, my name is Metal Clark. I work at home as an artist. And, my house is haunted. Lately, things have been going bump at night. A lot. So, I bought this camera to show everyone I'm not crazy.
Ja, das kennen wir bereits. Und es geht weiter mit der zweiten Runde. Ja, wir haben es eben bis zum dritten Tag geschafft. Aber dieses Mal wollen wir noch einen Tag weitergehen. Wir sind gestorben, weil die Kamera ausgegangen ist. So, und das kennen wir bereits aus der vorigen Runde. Das kann uns also nicht mehr so erschrecken wie eben. Wobei diese Augen wirklich furchteinflößend sind. Das muss ich ja mal sagen. Mann, Mann, Mann. Komm weg hier. Ich habe gesehen, dass man hier auch noch das Haus verlassen kann. So. Lass mich doch einfach in Ruhe, verdammt. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Die sind jetzt gerade gestorben. So, hier jetzt wieder das Baby. Scheiße, bist du hässlich. So, hier hat jemand Blut gepisst. Und so wirklich was mit Hände waschen wird das hier auch nicht, glaube ich. So, mach mal wieder die Tür auf jetzt hier, mein Freund. Was ist das? Das Gesicht schon wieder. Okay, komm. Weiter geht's. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir uns direkt schlafen. Press E to sleep and charge the camera. Ja, das haben wir bereits getan. Die Küche. Irgendetwas passiert in der Küche in der Nacht, in der wir schlafen. Der Mülleimer wurde bewegt. Es ist gruselig hier. Der 2. Juli wieder. Ich habe ein Déjà-vu. Ist das was Neues? Nein. Füße. Füße aus dem Bad. Wo sind sie nur hingegangen? Was ist das hier? Ein Alien-Gesicht. Mann, 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 da haben sie sich ja einiges einfallen lassen. Aber das Haus ist irgendwie hässlich, wenn du mich fragst. Ich weiß auch nicht. Wir gehen schlafen. Wir gehen zum nächsten Tag. Ja, hier waren wir eben schon. Der Fernseher geht an. Ohne dass wir ihn betätigen. Verdammte Scheiße. Dieses Piepen. Der 3. Juli. Lass mich doch. Mann, Mann, Mann. So, das war die 2. Nacht. So, und jetzt können wir wieder gehen. Gruselig, gruselig hier alles. Das kennen wir ja bereits. Hüpfen wir doch mal nach unten und gucken. Wer brennt da? Ich kann nichts erkennen. So, wir sind in der Küche. Und hier das Zeichen. Das Zeichen zeigt nach draußen. Müssen wir nach draußen gehen? Hier ist der Mülleimer. Scheiße. Der Feuermelder ist an. Das Fernsehprogramm. Mann, Mann, Mann. Rauskommen wir nicht, oder? Nein. Wir gehen wieder hoch.
Ach du Scheiße. Das musst du dir dann aber auch wirklich mit vollen Sound geben. Ah. Scheiße, ab ins Bett. 4. Juli. Dort ist er wieder. Und dieses Mal wird er uns hoffentlich nicht töten. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, wir sind tot. Tatsächlich, das war's gewesen. Das war's. Alles klar. So, das war die erste Runde Paranormal. Wir gucken doch nochmal, ob wir ein Äquivalent zu Paranormal finden. Ich glaube, das war jetzt auch nur die Beta. Schauen wir doch mal, was da noch so kommt. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, dass du gleich wieder dabei bist, wenn es heißt Let's Play Bronzebeard.